Sukha Kurmasana ist die einfache Schildkröte, eine Vorübung zur Schildkröte, auch eine Übung, die du in einer Yogastunde machen kannst, wenn du nicht so fortgeschritten bist und andere die volle Schildkröte üben. Von der Sitzhaltung ausgehend, beuge die Knie und gib die Fußsohlen auf den Boden und dann gib die Arme unter den Kniekehlen durch und den Handrücken am Boden. Achte dabei darauf, dass du probierst, Bauch und Brustkorb nach vorne zu wölben. Du kannst aber entweder den Kopf oben halten, was du zum Beispiel machst bei sensiblem Nacken, oder du gibst den Kopf auch nach unten. Auch diese Sukha Kurmasana ist eine gute Übung für die tiefen Bauchorgane, eine schöne Übung für die Hüftflexibilität und damit eine Vorübung für Purana Kurmasana, die volle Schildkröte.